Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hä? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Bist du nun oder nicht? Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Hoffe, das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite nachschauen. Max, es gibt Probleme. Was ist? Wir wurden geentert. Verdammt. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Was wollen die? Woher soll ich das wissen? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Da ist... Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein. Was immer nötig ist. Achtung, Kerzchen, ins Haus rein!
Das Schiff ist in der Rotanziehungskraft. Sie zieht uns runter. Geschafft. Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen. Hey, Max! 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 Warte, ich komme! Hey, hey! Jacob! Oh! Jacob! Transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier. Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl. Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Was glotzt du so blöd? Ruhe! Es ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht.
an diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. In dein neues Leben liegt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Sie das Gerät vor. Gerät? Welches Gerät? Dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Was zur Hölle
Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Und lass mich nicht hängen. Die Konsole reagiert nicht. Da hinten, da war was. Hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstanden. Jacob, hörst du mich? Ja. Wie? Ermöglicht zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Ah, du hast es zum Transportlift geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Verdienen Teil
Marcel. Achtung! 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 Elias? Mit dem Aufzug stimmt das nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt! Das bringt dich zum Isolationstrakt. Du erreichst den Wachturm trotzdem. Dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Oh Scheiße, Alter. Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein Ding. Hat mich angegriffen. Alles okay? Nein. Nein, aber ich musste ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Gefunden. Ich komme rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Oh Gott! Nein! Hör auf! Nein! Sie sind nicht wie Sie! Tötungserlaubnis wurde erteilt. Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Nicht tracken. Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten.
Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Sicherheitseinheit Black Iron aktiv. Sie dürfen mich nicht sehen. Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Sie dürfen mich nicht sehen. Als wäre ich hier sicher. Thank you.
durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein, doch sie ist notwendig. Jacob, es wird immer enger hier. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben's in sich. Und wir werden ihn brauchen. Hör zu, du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar. Bis dann. Systeme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Oh!
Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in der Ordnung. Warte, Kommando durchführen. Sicherheitsnehmen ist ja nicht hergestellt. Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole, Schusserlaubnis erteilt. Du? Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab. Dann geht hier alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das ist mein Wunder. Du kannst es haben. Komm schon! Elias, ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Thank you.
Jacob, hier drüben! Komm schon, beweg deinen Arsch! Los! Das soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von einem Plan erzählt. Ja. Hier lang! Komm schon! Beeil dich mal! Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. UJC Dog zu Ihren Diensten. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Ja, da sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Freie Auswahl. Fehler. Befehl nicht erkannt. Thank you.
Sieht aus, als würde es sie infizieren und in diese Bestien verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge dann den Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Come on!